In meinem heutigen Filmbeitrag geht es um die akustische Ortung, also ein Vorläufer des heutigen Radar, was ja nicht nur im Verkehrsbereich eingesetzt wird. Die akustische Ortung hat aber ihre Wurzeln im Ersten Weltkrieg. Und wenn ich in den letzten Filmen immer mal wieder auf den Ersten Weltkrieg zu sprechen kam, dann nicht, weil ich ein besonderer Militarist bin, sondern eher, weil ich das natürlich geschichtlich richtig darstellen will. Ich bitte, das entsprechend zu berücksichtigen. Ja, und dann starten wir mal hinein in das Thema. Also die akustische Ortung wurde von der Mitte des Ersten Weltkriegs bis zu den ersten Jahren des Zweiten Weltkriegs zur passiven Erkennung von Flugzeugen durch Aufnahme ihrer Triebwerksgeräusche eingesetzt. Bei der passiven akustischen Ortung werden Geräusche und Vibrationen erfasst, die durch ein herannahendes Objekt selbst erzeugt werden. Diese will man analysieren, um damit natürlich den Standort des betreffenden Objekts zu bestimmen. Die vorwiegend bei diesem Verfahren eingesetzten Hörner sorgen sowohl für die akustische Verstärkung als auch für die Direktionalität, das heißt die Herkunft des Geräusches. Der im Vergleich zum menschlichen Ohr vergrößerte Abstand zwischen den Hörnern verbessert natürlich die Fähigkeit des Beobachters ganz erheblich, um die Richtung eines Schalls zu lokalisieren. Diese akustischen Techniken hatten ja auch den Vorteil, dass sie aufgrund der Schallbrechung eigentlich um die Ecke und auch über die Hügel orten konnten. Eine ganz verrückte Sache eigentlich. Diese Technologie wurde vor und während des Zweiten Weltkriegs nach und nach durch die Einführung des weitaus effektiveren Radars ersetzt. Der erste, auch in der Literatur verbriefte Einsatz, also praktischer Einsatz, dieser Art von akustischer Ausrüstung wurde von einem britischen Commander, der im Herbst 1916 eine mobile Flugabwehrbatterie an der Ostküste Englands befehligte, eingesetzt und realisiert. Er brauchte unbedingt eine Möglichkeit, Zeppeline auch bei bewölktem Wetter eindeutig zu lokalisieren und improvisierte daher einen abenteuerlichen Apparat aus einem paar Grammophonröhren, die er an einer beweglichen Stange montiert hatte. Mehrere dieser Ausrüstungsteile waren nun in der Lage, die sich nähernden Luftschiffe ziemlich genau zu orten, sodass die Geschütze auf sie ausgerichtet werden konnten, obwohl sie ja eigentlich außerhalb der Sichtweite waren. Diese Luftverteidigungsinstrumente bestehen also normalerweise aus großen Hörnern oder Mikrofonen, die über Schläuche mit den Ohren der Bediener verbunden waren, also ähnlich wie ein sehr großes Stethoskop. Den größten Aufwand an dieser Flugabwehrschallmessung wurde eindeutig von den Briten durchgeführt. Sie entwickelten ein umfangreiches Netz von Schallspiegeln, die vom Ersten bis in den Zweiten Weltkrieg hinein eingesetzt wurden. Schallspiegel arbeiten mit beweglichen Mikrofonen, um den Winkel zu finden, der die Amplitude des zu empfangenen Schalls maximiert. Und das ist natürlich dann auch der Peilwinkel zum Ziel. Habe ich zwei Schallspiegel an unterschiedlichen Positionen, habe ich ja auch zwei unterschiedliche Peilungen,
was die Verwendung der Triangulation zur Bestimmung der Position der Schallquelle natürlich ermöglicht. Sprich, durch die Winkel, die ich im Grunde durch diese beiden Peilungen habe, habe ich einen Schnittpunkt, an der sich die Schallquelle befinden muss. Um die Möglichkeiten einer akustischen Ortung deutlich zu erschweren, wurden in Deutschland die Triebwerke der schweren Bomber unchronisiert betrieben, also nicht synchronisiert wie üblich, um Vibrationen zu reduzieren. Bei den typischen Flugzeuggeschwindigkeiten dieser Zeit lieferte die akustische Ortung natürlich nur wenige Minuten an Vorwarnungszeit. Als der Zweite Weltkrieg dann näher rückte, begann sich Radar natürlich zu einer glaubwürdigen Alternative zur akustischen Ortung von Flugzeugen zu entwickeln. Dennoch blieben diese akustischen Ortungsstationen als Ersatz für das Radar weiter im Betrieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg spielte dann die Schallmessung bei Flugabwehreinsätzen jedoch langsam keine Rolle mehr. Ja, die Entwicklungen der einzelnen Länder waren zum Teil schon recht abenteuerlich, wie hier eine Variante einer akustischen Ortungseinrichtung mit polarisierender Brille. Ja, und auch die Japaner, das hattet ihr vorhin in den Bildern schon gesehen, hatten ja recht abenteuerliche mobile Einsatzgeräte, die ja fast aussahen wie ein Orchester, was anrückt. Diese historischen Bilder, die ja nun wirklich fantastisch sind, die hier zusammengekommen sind, habe ich öffentlichen Archiven und frei zugänglichen Plattformen entnommen. Ein Link dazu findet ihr auch in meinem Begleittext. In dieser Sache Radartechnik und die Entwicklung der Radartechnik wird es natürlich in den weiteren Filmbeiträgen bei mir in diesem Kanal an dieser Stelle weitergehen. So verbleibe ich erstmal bis dahin, hoffe euer Interesse deutlich geweckt zu haben und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal entsprechend wieder dabei seid. Also bis dahin, ade und bye-bye.